einen wunderschönen guten Tag an alle meine Nachteulen, die das hier vielleicht kurz nach Release sehen. Ansonsten einfach nur so ein herzliches Willkommen. Ich dachte, ich teile hier mit euch eine kurze Reaktion zum neuen Mario und Rabbit Spiel, was vorgestellt wurde. Nur kurz für euch zum Kontext. Wir waren gerade auf Twitch Live, dort spielen wir gerade eine Breath of the Wild 3 Herzen Challenge. Und nachdem ja gerade die E3 stattfindet, haben wir gesagt, okay, ab 22 Uhr lassen wir einfach während dem Stream nebenbei die E3 Präsentation von Ubisoft laufen und schauen halt einfach mal, was so kommt. Da im Vornherein schon geleakt wurde, weil die Webseite zu früh online gegangen ist, dass ein neues Mario & Rabbids kommt, haben uns natürlich alle mies darauf gefreut. Und ich dachte, es könnte euch einfach mal interessieren, für alle, die nicht live im Stream dabei waren, wie wir gemeinsam im Chat und auch ich darauf reagiert haben, weil das Spiel sieht wirklich sehr, sehr spannend aus. Ich greife schon mal vorweg, es ist natürlich der Nachfolger von Mario & Rabbids Kingdom Battle, also quasi ein rundenbasierter Shooter, welcher ein Crossover aus dem Mario und aus dem Rabbids-Universum ist, aber es sieht super vielversprechend aus und ich als jemand, der den ersten Teil nur so halb, sag ich mal, gemocht hat, selbst ich bin extrem gehypt auf den kommenden Teil. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit dem Trailer. Und wie gesagt, wundert euch nicht, im Hintergrund ist noch Breath of the Wild Gameplay. Dementsprechend alles, etwas provisorisch, aber ich denke, es reicht für die Reaction. Ansonsten, am Dienstag ist natürlich die große Nintendo Direct auf der E3. Die werden wir natürlich auch gemeinsam hier auf dem Kanal angucken. Das heißt, falls ihr Lust habt, da live im Stream dabei zu sein, der wird hier auf YouTube stattfinden, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Aber jetzt ganz viel Spaß mit der Reaction. Ach ja, bevor ich es vergesse, im Anschluss an den Trailer gibt es nochmal eine extra Vorstellung vom Ubisoft-Team mit erstem Gameplay. Also quasi, der Ablauf wird sein, erst kommt der Trailer, dann kommt eine kleine Präsentation der Entwickler und dann kommt nochmal Gameplay und das ist sehr spannend. Also schaltet nicht nach dem Trailer direkt ab, da kommt noch deutlich mehr. Pause! Ja, 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 Freunde! Da ist es! Da ist es! There it is, guys! Ich find's so geil, dass Ubisoft einfach mit Nintendo zusammenarbeitet. Junge, da hab ich Bock drauf. Leider haut 101 Bits raus. Danke dir, Mann. Jo, einfach. War das vorher schon bekannt oder das ist ein Gefühl? Es wurde geleakt. Die Webseite ging vor der Präsentation schon kurz online. Aber der ist wirklich knuffig. Also, die kriegen es echt immer hin, irgendwelchen Charakteren so eine Hasenfresse zu geben und es dann trotzdem noch gut aussehen zu lassen. Aber ist das der Bösewicht? Erkennt man da was? Habt ihr was erkannt? Jo, der Rote. Na, Rosalina. Oh mein Gott. Rosalina auf Reach bestellt. Der Charme ist so geil. Wenn das nur kein verdammter Taktik-Shooter wäre, würde ich das des Todes hypen. Ich werde es trotzdem spielen. Aber ich bin halt echt nicht so dieser rundenbasierte Taktik-Typ, ne? Das bin halt so gar nicht ich. Ich werde es trotzdem ausprobieren. Aber wenn das irgendwie so ein Third-Person-Shooter wäre oder so. Was ist das? Das sieht aus wie Lego Shima. Yo, what the hell? Ja, das ist der Bösewicht. Das scheint irgendwie so ein Zauberer zu sein oder so. Einfach im Smash-Stil. Aeryon ist hier. Wann kommt's raus? Kriegen wir ein Release-Datum? Als ob wir kein Release-Datum bekommen. Oh! Why? Warum kriegen wir... Mann, Nintendo! Gar nichts. Vielleicht kriegen wir es in der Nintendo Direct. 22, okay.
Junge, 22 kommt einfach Splatoon 3 raus. Mario und Rabbit kommt 2022. Ich habe das Gefühl, 20. Safe. Ich calle 2022 oder Ende 21 kommt die Nintendo Switch Pro und dann kommen 1000 neue Games raus, damit sich jeder die Switch Pro kauft. I'm so excited to be back as well today to unveil our new project Mario plus Rabbids Sparks of Hope. We are diving back into this unique crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom, there is an entire galaxy to save. To do so, you will lead Pokémon Legends kommt auch 22 richtig. Of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. Rabbids Rosalina. To repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet to planet. They will be facing a powerful villain, Cursor, an enemy unlike anything our heroes. Was Cursor heißt dir, der Bösewicht? But they won't be alone. By their side, they will have their new allies, the Sparks. Hey, warum nennen die nicht Luma? Born from the merge of Rabbids and Lumas. Ach so, okay. Will lend their wild powers to our ears. Their natures and origin are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. Bruder, was sind das für Animationen? Stop Motion auf Wish bestellt. Ein Cursor. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. Okay, was ist das next level? A new story with new enemies, new heroes. Okay, new gameplay? Sparks of Hope has big ambitions. It introduces new action elements into the mix okay. That will push the boundaries of tactical games even further. Jetzt bin ich gespannt. That being said, we also wish to offer an easy to play experience for all players. Yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. Ja, das war klar. We can't wait to tell you more about the game soon. There is an entire galaxy to save. And we cannot wait for you. Junge, der Typ ist einfach ein Ehrenbruder, ich sag's wie es ist. Gameplay Sneak Peek. Yo! Yo! Gameplay direkt! Wie geil, da läuft ein Bob-Omb. Oh mein Gott, wie geil! Okay, Open World. Aber halt wahrscheinlich so ein... Da wo du in die Level gehst wahrscheinlich, okay. War ja in der Ding im ersten Teil auch schon so ähnlich. Wobei die Open World ja im ersten Teil eher beschränkt war. Das sieht hier deutlich offener aus als im ersten Teil. Genau, und dann kommen die Battles. Oh, lol! Aber das hat nicht so ein Rastersystem. Sondern freie Beweglichkeit, oder? So ein bisschen wie, kennt ihr XCOM? Nee, XCOM war, glaube ich, auch mit einem Raster. Offene Battles. Auch rundenbasiert, aber... Ey, das würde ich viel besser finden als so rastermäßig. Feuerluma da. XCOM ist mit Raster. Okay, okay, okay. Ey, das würde ich mies fühlen. Da wird... Ey, okay. Mein Hype steigt gerade böse auf dieses Game. Einfach ein Feuerregen kann dieser Feuerluma machen. 2022. Okay, jetzt kriegen wir es doch noch. Ja, aber... Bei Splatoon haben wir ja auch nur das Jahr bekommen. So und kein Datum yet. Oder so. Let's check in with our CEO, Yves Guillemot. Okay, ich schätze, das gehört jetzt dann nicht mehr zu Mario & Rabbids, oder? Ey, das sieht super spannend aus.